Nein! What? Dieser doppelte Jumpscare! Was geht ab, meine verspielte Nachtfüchse? Heute spielen wir Five Nights at Freddy's Cleanup Crew. Unter dem Spiel geht es darum, dass unsere Lieblingscharaktere von Five Nights at Freddy's aufräumen. Also die Pizzeria muss ja auch sauber gemacht werden. Und ob unsere Roboter das richtig machen, checken wir jetzt ab. Das Spiel ist relativ neu und ist eine Demo, soweit ich weiß. Also es ist noch nicht komplett draußen. Und mal gucken, ob es gut ist. Es ist nicht von den Entwicklern. Es gibt ja ganz viele so verschiedene Versionen von Five Nights at Freddy's, die teilweise sogar noch gruseliger sind als Original, aber nicht so schön wie das Original natürlich. Wieso höre ich nur einen Kopf? Ich höre nur einen Kopf. Jetzt höre ich zwei Kopf. Der macht so ein bisschen, gönnen wir ihm ein bisschen Werbung für seinen Twitch. Canomics. Cleanup Crew. Ich muss sagen, es fängt so sehr, sehr so düster an. Sehr düster. Also mit der, die ganzes Lied, dieses Feeling. Es ist nicht Five Nights at Freddy's. Und das verstehen, glaube ich, viele nicht. Five Nights at Freddy's ist nicht so einfach nur düster und gruselig. Es ist viel mehr. Man denkt, je gruseliger man Spiele macht, mehr Jumpscares, dies, das, desto besser. Aber so läuft das nicht. So läuft der Hase nicht. Der Hase hat nämlich mehrere Beine als nur zwei. Ich laufe jetzt mal einfach random hoch. Ich bin wie immer nichtswissend. Ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was uns erwartet, wo wir hin müssen, was so abgeht, aber ich sehe ein Bärchen. Okay, man soll hier wohl... Ah, okay. Ich glaube, man muss so Bären sammeln. Und auf... Oh, wow, 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 wow! Das hört sich an, als würde... Freddy auf mich zu rennen, aber ihr wisst schon. And welcome to the Hackstore Robotics Employee Assessment. Before you can begin working with us, we must see if you will be a good fit for the role. Okay, erstmal muss er... Ich bin der Putzmensch, glaube ich. Und es geht jetzt erstmal darum, herauszufinden, ob ich für diese Rolle, für diesen Job geeignet bin. Wo ist hier? Hier ist irgendwo ein Scanner, der mich scannt. Könnt ihr den Scanner sehen? Hier ist das. Ist das der Scanner? Ich glaube, das ist der Scanner. Ja, oder? Ja. Genau vor dem Getränkeautomat. Perfekt. Okay. Wir lassen einfach so. Thank you for scanning. We are looking at your scan now. If you are ready to begin the assessment, please say, I am ready. I am ready. Okay, das Ding erkennt wohl meine Stimme. Er fragt, also ich muss jetzt gleich so ein paar Tests machen und er fragt mich, ob ich bereit für diesen Test bin. Yes, I am. Yes, I am. Hat es geklappt? Okay, jetzt ist die Frage, ob ich mehr Team Hund bin oder Katze. Ich muss sagen, ich liebe beides extrem, deswegen habe ich Mamiko, weil Mamiko ist auch so ein bisschen Katze vom Charakter. Das ist schwer, Leute. Es ist schwer. Dieses sich entscheiden ist nicht nett, aber ich glaube eher Hund noch, weil... Ich weiß es nicht. Ich glaube eher Hund. Also schon, das heißt, ich glaube schon, eigentlich ist es schon eher Hund. Doch, Hund. Aber ich liebe Katzen auch. Aber das ist unfair. Die Frage hasse ich. Was macht mich, wo fühle ich mich wohler? Womit? Okay, wir machen Space. Ich glaube, es ist Space. Also was beruhigt mich mehr? Was ist mir mehr wert? Friends, family, money, recognition. Freunde, Familie, Geld oder Anerkennung. Das Ding ist, das ist natürlich nicht das Wichtigste. Freunde habe ich keine, also müssen wir Family nehmen. Leute, ich werde jetzt nicht so 100%... Weil, sorry, man kann nicht richtig beantworten, manche Sachen. Das ist so ein bisschen... Clowns, Spiders, Death, Betrayal. Also, wovor habe ich mehr Angst? Clowns, Spinnen, den Tod oder Verrat?
Also, nein, nicht wirklich. Kommt auch drauf an, wenn ich so einer Gasse alleine random rumlaufe, natürlich mehr Angst vor Clowns. Spinnen eigentlich nicht so sehr. Vor dem Tod habe ich auch keine Angst. Also wirklich Angst, wenn man von Angst reden kann, dann eher noch Verrat, aber auch nicht Angst. Also eigentlich vor nichts der Sachen irgendwie Angst. Heißt jetzt nicht, dass ich ein harter Typ bin. Man könnte jetzt eine Szene reinschneiden, wie ich rumschreie jetzt irgendwie von den ganzen Malen, wo ich geschrien habe, aber mach's nicht. Ja. Was stand da? Ah. Ob ich eine gute Person bin? Man kann sich ja schlecht selber einschätzen. Was ist gut? Ja, schwer zu sagen, Leute. Ich wünschte, man hätte so einen Zeiger, wo man wählen kann, weil ich kann nicht sagen ja oder nein. Ich würde sagen, eher ja. Ich bin eigentlich schon... Diese Prinzipien und Werte, die ich für mich selber habe, die versuche ich so gut es geht zu befolgen und deswegen würde ich eher sagen ja. Aber man ist nicht perfekt. Ob ich eine ehrliche Person? Ja, hundertprozentig. Ja. Leute, was bringt es, nicht ehrlich zu sein? Du hast am Ende du hast einfach nichts davon. Jeder verdient eine zweite Chance. Es kommt wirklich darauf an, was die Person gemacht hat. Aber eigentlich eher ja. Eine zweite Chance. Weil Menschen sind Fehler. Wir sind Menschen. Menschen machen Fehler. Wir sind keine Maschinen. Wir sind emotionale Wesen und emotionale Wesen machen Fehler. Oh, ob ich diesem System hier und allen Leuten hier vertraue? Ganz klares Nein. Yes. Man kann nur Ja wählen. Na gut. Ist nicht schlecht, das Spiel. Ist echt nicht schlecht. Habe ich. Ich habe doch Ja gemacht. What is your favorite flavor of ice cream? Lieblings-Eiscremesorte. Chocolate, Strawberry, Vanilla. Ich muss eher wählen, ich glaube eher Vanille. Doch. Vanille ist lecker. Voll Bock gerade drauf. Aber reden wir gerade von Five Nights at Freddy's? Also was? Ist das noch das Spiel? Ghosts, Aliens, both, neither. Was davon ist echt? Nichts davon? Beide? Aliens? Oh, also... Ah, ist echt schwer zu sagen, Leute. Ich würde mal sagen, nichts davon ist echt. Was für ein Horror-YouTuber wäre ich, wenn ich sage, nichts. Ich muss schon sagen, es gibt bestimmt so Energien und so, aber so richtig Geister, die so rumlaufen. Aliens, ich könnte es mir vorstellen, dass es die gibt. Auf jeden Fall, dass es da im Universum irgendwas gibt. Deswegen, wisst ihr was, wir nehmen einfach beides. Beides existiert. Habe ich doch schon. Ob ich Angst vor Dunkelheit habe? Absolut. Yes, nicht. No. Nein, keine Angst. Dunkel. Leute, oh, sind die pennerhaft. Hätte ich Ja gemacht, hätten die wahrscheinlich trotzdem ausgemacht. Oh! 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 Schon nicht schlecht gemacht. Also, nicht schlecht. Real Talk. Es ist echt nicht schlecht. Dieser Panasonic. Dieser auf Wish bestellt Panasonic. Versteht ihr? Panoramic. Which of the following animatronics is the most fun? Okay, was ist der spaßigste Animatronic? Freddy, witzigste. Chica, Bonnie, Foxy. Ich würde sagen Freddy. Which of the following animatronics is the most comforting? Freddy, Chica, Bonnie, Foxy. Also, welcher Animatronic ist der gechillteste, von wem man so am wenigsten Angst haben muss? Ich finde, findet ihr Chica? Eher Chica. Also Angst vor allen, so ein bisschen. Aber eigentlich Freddy. Ach, keine Ahnung. Okay, vertrauenswürdigste Freddy, Animatronic. Chica, Bonnie, Foxy. Freddy. Oder? Ja, Freddy. Das Ding ist, Security Breach, Freddy war unser Freund. Ja, ich mag Freddy. Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich habe 5 Euro noch da. Oh mein Gott. Also wenn ich so 5 Euro noch im Geldbeutel hätte und ein Obdachloser sagt, ob er die haben kann. Es kommt auch auf die Situation an. Ich wäre nicht abgeneigt, ihm Geld zu geben, aber wenn er irgendwie komisch... ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich würde es schon machen. Also, das heißt ja nicht, dass mein letztes Geld ist, was ich habe. Ich habe keinen Bruder.
Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Help him. Was stand da? Dein Bruder hat jemanden getötet, würdest du ihn verpetzen? Das ist echt, diese moralischen Fragen, die zerstören meinen Ruf. Ich merke schon. Ich würde ihm helfen. Also ich kann ihm ja helfen. Also ich würde ihm helfen. Ich würde ihm helfen. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich helfe, ihn decke. Ich würde ihm helfen, indem ich ihm helfen würde. Ich würde ihn aber, ich würde nicht direkt zur Polizei gehen, ohne ihm zu helfen. War das eine gute Antwort eigentlich schon, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr machen? Das ist schon echt eine knackige Frage. Hört jetzt auf mit dieser Psychologie-Kacke. Lass mich, ich würde mich erschrecken. Wir nehmen das. Das sieht richtig aus. Also Frage 8 konnte nicht geladen werden. 18. Waren das schon 18 Fragen? Oh mein Gott. Oh Freddy, Mann. Was chillst du hier so ab? Hier steht... nett, dich kennenzulernen, oder... We apologize for the inconvenience. We recommend rebooting the questionnaire and reloading your data up to this point. We will now attempt to retrieve your data. One moment. Ich habe nicht erwartet, dass das Spiel in diese Richtung geht. Successfully retrieved. However, due to our confidentiality policy, a security code must be entered. Please proceed into the nearby vent to retrieve the code. Ah, hier kann ich raus. Als ob hier einfach eine Taschenlampe liegt. Aber einer geschenkten Taschenlampe schaut man nicht ins Maul. Ich glaube nicht, dass ich da in Richtung der Pfeile gehe. Also ich glaube nicht. Oder jemand war vor uns da und will uns jetzt helfen. Ich sehe schon dieses Krabbenviech von Security Breach. Rennt gleich daher. War schon ein gutes Spiel. Muss man schon sagen. Okay. Ist jetzt alles cool? Oh, oh! Okay. Was kann ich hier machen? Speichern? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich speichern? Ah, okay. 8770 ist der Code. Oh, irgendwas passiert. Licht ist aus. 8770. Wer ist nah? Ich soll Musik folgen, aber wo? Musik kommt von da. Was stand da nochmal? 7880 oder was war das? Musik kommt von da. Was habe ich gemacht? Zugemacht. Musik kommt doch von da, oder nicht? Muss ich doch wieder hier durch? Ja. Ja. Nein, Musik kam von da. Von wo? Vielleicht doch hier rein, kann ich nicht. Doch hier lang? Ah. Wird immer lauter. Okay. Alles gut. Mach auf. Ja, wohin? Ich bin... Oh, Musik ist richtig laut. Oh, richtig laut Musik jetzt. Ich habe mich verlaufen, glaube ich. Nein, wird leise. Schon hier lang. Oh mein! Das war dreckig, ich habe lange nicht mehr sowas Dreckiges erlebt. Ich habe es lange nicht mehr. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe das nicht erwartet! Ich will nicht mehr! Ich wusste nicht, dass da so ein Viech irgendwo wartet. 1, 4, 0, 6.
Ich meine, er hat mich ja gewarnt. Er hat mich ja gewarnt, aber ich hab's nicht gecheckt. Okay. Ich soll der Musik folgen. Musik kommt von da. Aber er macht nicht auf. Noch hier lang. Ich muss aufpassen. Ich will nicht schreien. Das ist das Ding. Nein, ist falsch. Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht. Was? Der kam so früh und bam und da und bam. Ich hab's geschafft. Ihr wisst nicht, wie viele Versuche ich gemacht habe, bevor dieser Cut kam. Dieser Jump. Ihr wisst schon. Oh mein Gott, ich hab den Code vergessen. Nein. Nein, ich hab ihn nicht vergessen. Ich glaube, so war es. 1406. Oh Gott, stellt euch vor, ich hätte es vergessen. Ich wäre. How would you describe yourself most? Confident, conscious, intelligent, creative. Wie würde ich mich selber bezeichnen? Sicher, ängstlich, schlau, kreativ. Wisst ihr was? Ich sag einfach ängstlich, okay? Ich sag einfach ängstlich. Warum soll ich mich selber loben jetzt hier so? Was ist das? Ich weiß, dass ich ein kreativer, schlauer, furchtloser Mann bin, aber warum soll ich das jetzt? Ihr wisst es ja selber. Was hat er gesagt? Ich sage einfach ja. Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist alles egal gerade. Was ist deine größte Angst? Ich muss sagen, eigentlich das. Wirklich, ich weiß nicht, eher das. Also, so die Angst zu versagen ist höher als die Angst, allein zu sein. Weil ich bin gerne allein, das ist das Ding. Manche Leute sind nicht so gerne allein. Ich liebe es, allein zu sein. Ich liebe es einfach. Was? Wenn ich die Möglichkeit hätte, jemanden zu töten, ohne irgendwie Folgen, also dass mir dann irgendwas passiert, ob ich es dann machen würde? Natürlich nicht. Glaubst du an Schicksal? Yes, no. Das ist auch schwer, Mann. Immer diese psychologischen Fragen. Ich mach mal eher ja, komm. Ich glaube schon, dass es sowas wie ein Schicksal gibt. Allein das Schicksal, dass wir uns kennen. Meine Zuschauer und ich. Dass wir... Ach, was sagt er? Was hat er gesagt? Ob ich sowas wie eine Erfahrung gemacht habe. So eine übernatürliche Erfahrung. Es ist schwer zu sagen. Irgendwie, es ist schon ein paar komische Sachen passiert. Aber das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen ein paar komische Sachen passiert. Ich versuche ja aus dieser rationalen Sicht das zu sehen, aber... Ob ich mehr glaube mit Hirn oder Gehirn? Also mit Herz oder Gehirn? Das Ding ist, man soll ja mehr mit dem Hirn denken, aber das Herz... Ich will halt nicht... Es kommt oft drauf an, aber ich höre auf mein Herz. Ich glaube mehr als auf mein Gehirn. Oh, war das ein Fehler? Das war vorher nicht. You are forced to sacrifice either your best friend or an 8-year-old child. Who do you say? Save friend, save child. Ich muss Kind, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich bin gezwungen, meinen Freund zu retten oder ein 8 Jahre altes Kind. Was würde ich retten? Ich finde diese Fragen wirklich dreckig. Was ist, wenn ich einen 8-jährigen Freund habe oder einen 7-jährigen Freund? Dann nehmen wir natürlich den Freund. Freunde, ich kann das nicht richtig beantworten. Was sind das für Fragen? Ich dachte, wie viel Five Nights at Freddy's spielen wir hier so Psychologie, Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Fühle ich mich gerade wohl, unwohl, sehr unwohl oder... Ja, ich fühle mich sehr unwohl.
Are you a creatively driven person? Ob ich eine Person bin, die einen kreativen... Ey, ich musste das kurz googeln. Das heißt sowas wie, dass man an etwas mehr denkt, als, also wenn man so über den Tellerrand hinausschaut, so alles ein bisschen hinterfragt und ich denke eher ja. Oh Gott. Entweder alle haben vergessen, wer ich bin, aber ich weiß, wer ich bin, oder alle anderen wissen, wer ich bin und ich weiß nicht, wer ich bin. So fühle ich mich eigentlich tagtäglich. Also nehmen wir das. Nein, wichtiger ist natürlich zu wissen, dass du weißt, wer du bist. Freunde, es reicht. Glaubst du, bist ein guter Freund? Ja, ich bin ein guter Freund. Manchmal muss man sich auch selber loben und ich würde schon sagen, dass ich ein guter Freund bin. Wer mich als Freund hat, er hat Ass im Ärmel. Ist Mängel mein Lieblings-Animatronic? Nein. Apropos. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Ein Kind weint in der Mitte eines Restaurants, was würdest du tun? Lachen, auch weinen. Ich würde auch weinen, wahrscheinlich. Stellt euch vor. Das reicht mit diesen Fragen. Ob ich manchmal fühle, als hätte ich denselben Tag schon mal gelebt? Jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Heute, ich habe keinen Bock mehr. Es reicht. Also, es reicht mir. Mir reicht diese Psychologie-Kacke. Es reicht. Ob ich in toxischen Beziehungen bin, mit denen ich mich rumschlagen muss? Nein. Wenn man wenig Freunde hat, wenn man wenig Leute hat, dann hast du wenige Sachen, worüber du dich abfacken musst. Ich bin nicht hart genug zu mir selber. Ich muss noch härter sein. Es reicht! Was möchte ich eher wissen? Wann ich sterbe oder woran ich sterbe? Ich will beides gar nicht wissen, aber nehmen wir eher, warum ich sterbe. Also wonach, also worauf, also ihr wisst schon, ich kann kein Deutsch. Was ist die schlimmste Art zu sterben? Lebendig begraben, lebendig gegessen, eingefroren, kochen. Uff, ich würde sagen, die ekelhafteste, also lebendig begraben ist schon heftig. Aber lebendig aufgegessen auch. Und gekocht auch. Oh, ich weiß es nicht. Das würde halt, glaube ich, am längsten dauern. Schrecklich. Alles ist schrecklich. Ich glaube, das geht. Also, ich glaube, schlimm. Ich glaube, das ist noch schlimmer. Ich glaube, gekocht werden lebendig ist schon noch schlimmer. Uah. Und so geht's Hummern. Arme Hummern, die werden... Scheiße. Level 3... Okay, irgendwas passiert hier. Okay. Hier ist es nicht mehr sicher. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber was soll ich machen? Wenn diese ganzen 50 psychologische Fragen nicht wären, wäre das Spiel... Soll man ein bisschen die Story vorantreiben? Was passiert die ganze Zeit? Wer bist du? Okay, die letzte Frage. Bin ich zu 100% ehrlich gewesen bei diesen ganzen Fragen? Ich stelle mich mal hier hin, weil ich habe echt Angst, hier wird irgendwas kommen. Wir machen nein. Was passiert hier? Was passiert hier? Was sind denn 25 Sekunden? Was soll ich machen? Wie? Wohin? Ich glaube, ich muss hier lang. Wo soll ich wieder? Nein! Kann ich hier durch? Mach auf! Geht nicht! Muss ich wieder hier rein? Ich fühle mich nicht sicher! Was passiert hier? Was denn? 5 Sekunden, nicht tot. Drück drauf!
Was? Oh! Oh mein... FNAF. FNAF ist ein gutes Spiel. FNAF. Was jetzt? Aber Leute, schreibt, was ihr wollt. Kostenlose Demo, gutes Spiel. Ich verlink's euch. Nein, ist wirklich gut. Auch die Stimme, das erinnert mich extrem an Security Breach. Also so richtig. Generell an FNAF. Ich mag das halt. Ich mag's wirklich mit diesem auch rumlaufen und... Aber die soll mal ein bisschen... Die Story jetzt wirklich... Ich will wissen, was passiert. Okay, der Held heißt Alex. Was passiert? Kann ich hier... Also ich muss hier wahrscheinlich runter, ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Oh nein, ich wette, ich krieg gleich wieder Jumpscare. Ja. 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 Ja, ich krieg Jumpscare. Ich glaube, ich krieg Jumpscare. Okay, nein. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich fühle mich nicht sicher. Aber saugutes Spiel, Leute. Extrem gut. Wir gehen hoch. Hoch geht nicht, wir gehen runter. Mach Tür zu, mach Tür zu. Aber man kann nicht springen, das nervt. Mir ist aufgefallen, in so vielen Horrorspielen kann man springen, aber die Springfunktion hat nie was genutzt. Die ist umsonst. Die war umsonst, dieses Springen war umsonst. Die soll mal einen Grund finden, also die soll mal so Gründe einbauen zum Springen in Zukunft. Hier kann man nicht springen, weil man es nicht braucht. Chica? Aber es ist nicht die heiße Chica, wollte ich schon sagen. Das ist schon... Die eine Chica, die hat halt so eine ultimativ sweete Stimme. Gregory! Und wusstet ihr, man kann wirklich auf Stimmen stehen. Bärchen, komm her. Einen habe ich verpasst leider, weil in diesem Labyrinth dort, wisst schon, gab es auch ein Bärchen, aber den habe ich verpasst. Okay. Also irgendwo ist ein Generator, den ich anmachen muss, damit die Dinger hier aufgehen. Oh, ich kann jetzt sprinten. Das ist neu. Okay. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich sprinten müssen bald. Ah, okay, das geht an. Ja. So, okay, das jetzt... Freddy, ich habe Freddy gesehen. Ich habe Freddy gesehen. Denkt ihr, er ist schneller als ich? Er ist doch hier. Wo ist er? Wo ist er langgelaufen? Da ist er. Nein, das ist Chica. Als ob ich hier in Ruhe laufen kann. Oh! 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 Oh, oh! Kann ich mich nicht so... Bärchen. Oh, nein! Mach auf. Okay. War gut. Angemacht. Ich muss jetzt wieder einfach nur zurück. Ich muss einfach nur zurück. Mach die Taschenlampe aus. Kann er nicht? Jetzt einfach nur sneaky raus. Einfach nur sneaky. Sneaky rausi. Oh, da ist er. Bin ich tot? Oh mein Gott. Nicht bewegen. Wie das rumläuft.
Okay. Ich renne einfach. Wenn Freddy kommt, ist mir egal. Oh nein, das sind so viele! Wie viele muss ich noch aktivieren? Das war's. Drei. Drei. Also wehe noch mehr. Oh Gott. Oh Gott, wie nah sie ist. Oh Gott, nein, das ist Freddy. Er sieht mich aber nicht hier, oder? Oh Gott. Er hat mich gesehen! Ah! Nein! Ah! What? Dieser doppelte Jumpscare! Dieser doppelte Jumpscare! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nein! Dieser doppelte Jumpscare. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich mach Speichern. Naja, ich mach Pause. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich weiterspiele, ich weiß nicht, aber ich will, dass ihr dieses dreckige Video liked, weil ich spiele sonst nicht mehr. Mir reicht's. Ich weiß nicht, wie viele Likes, 2000 oder so. Ich werd's, so drei. Mir egal, mach drei draus. Ich spiele nicht mehr, bis, wirklich, ich kann nicht mehr reden. 3000 Likes, davor mach ich gar nichts, Junge. Ich mach überhaupt nichts mehr. Ich habe Halsschmerzen, ich kann nicht mehr, aber ich will schon weiterspielen. Aber ihr müsst es, ich muss es mir verdienen, ihr müsst euch verdienen. Freunde, ich bin weg. Ich bin weg, Freunde. Ich bin wirklich durch. Dieses psychologische Spiel erstmal, so die ganze Zeit diese Umfragen. Junge, ich habe mich gefühlt wie so bei einer Umfrage. Und dann dieser Double Jumpscare. Dieser, egal.